Was in Warngau in Oberbayern am Montagabend passiert ist, ist bei vielen immer noch nicht ganz verdaut. Eine Versammlung, die so von Hetze und Hass und Feindlichkeit geprägt war. Eine Bürgerversammlung wegen einer Asylunterkunft. Hunderte waren gekommen. Der Landrat hatte sich angekündigt und war nicht willkommen. Begrüßen darf ich zunächst ganz herzlich unseren Landrat Olaf von Löbis. Während der Versammlung liest er Bürgerfragen vor und ist entsetzt. Kann ausgeschlossen werden, dass junge Männer die umliegenden Spielplätze und Badegelegenheiten aufsuchen? Da bleibt mir der Mund offen. Beschwichtigung gelingt der Landrat von Löwis am Ende nicht mehr. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt, meine Damen und Herren, das gilt für alle Menschen. Ausgebuht, weil er Menschenrechte für Asylbewerber einfordert. Am Ende kann der Landrat die Veranstaltung nur mit Polizeischutz und Streifenwagen verlassen. Der Druck auf die Politiker, Flüchtlinge weiterzuschicken, nimmt zu. Doch wo soll er hin? Der Bus mit Asylbewerbern, wenn ihn niemand haben will. Über die Eskalation am Montag wollen in Warngau viele nicht so gern reden. Aber alle sind sich einig. Die geplante Unterkunft für bis zu 500 Personen. Das ist halt einfach zu viel. Zu viel? Zu viel. Weil da gibt's wahrscheinlich Streit und Meinungsverschiedenheiten. 500 Leute. Reinhard Bücher hatte deshalb, wie alle Gemeinderäte, dagegen gestimmt, dass das Landratsamt in dieser Dimension baut. Trotzdem dachte er, man kann drüber reden. Aber die Stimmung war ja so, dass es nicht nur um die 500 ging. Es ging darum, es wird überhaupt keine Flüchtlingsunterkunft mehr gewollt. Es war wie eine Wahlveranstaltung für eine rechtsradikale Partei. Und diese Stimmung schlägt Politikern gerade an vielen Orten entgegen. Im Nachbarlandkreis in Bad Tölz wollte das Landratsamt die Flüchtlinge auf mehrere Gemeinden verteilen, fand aber keine Vermieter. Wir hatten irgendwelche Unterkünfte, die wir wollten. Dann gab es Druck aus den Gemeinden auf den privaten Vermieter. Das gibt es ja heute noch. Also ich habe mehrere Vermieter da drin sitzen gehabt. Wie gesagt, ich mag länger, ich mag in dieser Gemeinde alt werden. Und das ist bedenklich. Am Ende erhöhte das Landratsamt den Druck auf die Gemeinden und forderte im vergangenen Jahr unter anderem Anton Markreiter, den Bürgermeister der 1500 Einwohnergemeinde Greiling, auf, Platz für mehr Flüchtlinge zu suchen. Ich bin ziemlich gut ortskundig und bin zu den Leuten hingefahren, wo ich Leerstände vermutet habe. Begeistert war keiner. Weil aber alle Unterkünfte im Landkreis belegt waren, drohte das Landratsamt der Gemeinde, die Flüchtlinge würden trotzdem kommen. Man hat dann sofort im Kopf, dass man sagt, da kommt der Bus und setzt diese Leute vom Rathaus ab und der Bus fährt wieder. Und wir können schauen, wie man mit den Leuten umgeht. Das wollten wir vermeiden. Die Gemeinde klagte vor dem Verwaltungsgericht in München und bekam vorläufig Recht. Ich habe die Pressemitteilung da. Das Verwaltungsgericht sieht einen rechtswidrigen Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinde Greiling. Ein Präzedenzfall? In Diedramszell, auch Landkreis Bad Tölz, hat Bürgermeister Josef Hauser bereits nachgezogen und Klage eingereicht. Und solange wie das nicht geklärt ist, kommen jetzt keine Flüchtlinge. Das Innenministerium schreibt, eine Klagewelle sei aus seiner Sicht unwahrscheinlich. Denn für Gemeinden gelte in der Flüchtlingsfrage grundsätzlich eine Kooperationspflicht. Doch das Urteil zeigt auch, diese Kooperation hat Grenzen. Verstärkt das vielleicht sogar den Druck auf die Politiker? In der WhatsApp-Gruppe Widerstand im Tölzer Land sehen sie sich durch das Urteil im Aufwind. Die Hütte brennt. Die Bürgermeister treten eine Kehrtwende an. Sie machen jetzt plötzlich mit.
Wir müssen die gleiche Aktion starten wie in Holzkirchen-Warngau. Auch in anderen Landkreisen klagen Gemeinden wie Rott am Inn gegen Flüchtlingsunterkünfte. Und auch in Warngau wurde der Bürgermeister aufgefordert, den Rechtsweg einzuschlagen. Klagen kann ich immer dann, wenn ich Anrainer bin oder wenn ich irgendwie eine Befindlichkeit habe, die nicht erfüllt wird. Das ist der Punkt. Da sollten Sie sich, und ich glaube, das sehen alle hier so, da sollten Sie sich drum kümmern. Und das sollten Sie unbedingt machen. Nach diesem Montag bleibt wenig Spielraum für Kooperation und Solidarität. Dabei könnte die geplante Unterkunft dafür sorgen, dass Turnhallen im Landkreis wieder frei werden. Und die Menschen, die dort vegetieren, in Anführungszeichen, also unter menschenunwürdigen Zuständen fast 2 Jahre schon da sind, die menschenunwürdige Unterkunft zu beenden. Zumindest in Bad Tölz will man nun trotz Klage weiter zusammenarbeiten. Der Bus kann schließlich nicht ewig durch Bayern rollen.